Hallo und willkommen zu meiner Minecraft-Einführung. Heute soll es um Minecraft-Skins gehen, denn viele haben mich gefragt, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie man so einen Skin in Minecraft reinbekommt. Also, es geht um Skins für diese Figur, für die Figur, die man im Spiel spielt, diesen Typen hier mit dem blauen T-Shirt und der blauen Hose, was ja auch ziemlich langweilig aussieht und das kann man natürlich nach Belieben verändern. Es gibt dafür Seiten, wo man Skins runterladen kann und man kann sich Skins auch selbst erstellen. Und ich möchte beides in diesem Video zeigen. Und ich fange an damit, wie man sich Skins runterlädt und wie man sie ins Spiel bekommt. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal auf eine Seite, die Skins anbietet, also auf minecraftskins.com. Und die Seite ist kostenlos. Also ich glaube, es gibt auch nicht wirklich Seiten im Internet, wo man Skins bezahlen müsste. Das wäre auch nicht besonders seriös. Aber hier auf Skindex findet ihr ganz, ganz viele Skins und zwar momentan sind es 159.533, also eine ordentliche Auswahl. Den Link zur Seite stelle ich natürlich wie immer in die Videobeschreibung. Okay, und hier gucken wir uns jetzt einfach mal ein paar Skins an und wenn uns einer gefällt, ich finde zum Beispiel diesen Assassin ganz witzig, dann klicken wir hier auf dieses Symbol mit dem Pfeil nach unten und laden uns die Datei runter. Das ist eine einfache Bilddatei, also nichts Großes, nichts Besonderes und wir speichern die einfach mal. Die kommt dann in unserem Download-Ordner und dann gehen wir jetzt auf minecraft.net und loggen uns hier mit unserem Account ein. Ich habe mich jetzt schon eingeloggt. Ihr macht das natürlich bei eurem Account dann einfach so und dann geht ihr auf Profil. Und in eurem Profil könnt ihr dann diesen Skin, den wir eben runtergeladen haben, wieder hochladen. Dazu geht ihr auf Durchsuchen, geht auf den Ordner, in dem euer Skin drin ist, also den, den ich eben runtergeladen habe, der ist bei mir dann in Downloads drin und das hier ist diese Datei Assassin PNG, eine Bilddatei. Ich klicke die an, gehe auf Öffnen und dann auf Upload Image. Und damit ist die mit eurem Account verbunden und im Spiel hochgeladen. Jetzt könnt ihr natürlich einfach euer Spiel öffnen und mal gucken, wie die Figur im Spiel aussieht. So, im Spiel jetzt könnt ihr einfach mal in euer Inventar gehen und dann seht ihr hier schon die neue Figur, die ihr runtergeladen habt. Und wenn ihr auf F5 klickt, drückt, nicht klicken, dann seht ihr das nochmal von hinten. Und in Bewegung. Ist eigentlich wirklich ein ziemlich schöner Skin, wie ich finde. Ja, und wie erstellt man sich so einen Skin dann selbst, wenn man keinen Skin findet, der einem gefällt oder man einfach irgendwas ganz Spezielles erstellen möchte? Das geht mit dem Skin Editor. Und den ladet ihr euch einfach runter im Minecraft-Forum. Dazu gehe ich jetzt mal wieder aus dem Spiel raus und gehe auf die Forenseite. Den Link setze ich natürlich auch in die Videobeschreibung. Und hier findet ihr dann den Download-Link zum Skin-Editor. Ich würde halt immer die letzte Version nehmen und die runterladen. Und dann klickt ihr hier nochmal auf Download File. Und natürlich ist auch das kostenlos. Das ist eine ZIP-Datei, das heißt, ihr müsst die wieder mit einem Entpackungsprogramm entpacken. Also hier, das ist unser Skin-Editor. Den entpackt ihr einfach. Dann geht ihr auf den Ordner, der da entpackt wurde und dann könnt ihr die Datei öffnen, die da heißt mcskinedit.jar. Und wenn ihr da draufklickt, öffnet sich das Programm. Und ich habe jetzt hier auch schon mal eine Figur reingeladen. Das geht dann einfach über File und Load. Das heißt, ihr könnt dann auch Skins, die es schon gibt, euch da reinladen und verändern. Und ich zeige gerade mal, wie es aussieht, wenn kein Skin geladen ist. Dann ist die Figur hier unten ganz schwarz und hier oben die Felder sind alle noch leer und ihr könnt die dann selbst mit Farbe füllen. Also wenn ihr zum Beispiel ein gelbes Gesicht wollt, geht ihr hier auf dem Custom Face mit der Farbe Gelb
und malt einfach drauf los. Da müsst ihr natürlich den Stift vorher anklicken. So. Dann hätte ich jetzt ein gelbes Gesicht. Und jetzt habe ich auch ein bisschen über den Rand drüber gemalt. Das kann ich mit dem Radiergummi auch wieder wegmachen. Und ich kann dem Ganzen auch so ein bisschen Schatteneffekt einfügen. Das ist hier oben das vorletzte Symbol. Also es geht nicht immer, es kommt darauf an, wie hell die Farbe ist. Bei der Farbe geht es jetzt nicht. Das ist jetzt blöd. Nehme ich mal ein dunkleres Gelb. Vielleicht so ein Orangegelb. Gucken, ob es dann funktioniert. Überbleibsel wieder wegradieren. So, nochmal auf das Schattentool gehen. Nein, das geht hier auch nicht so gut mit der Farbe. Aber es gibt halt auch Farben, bei denen das ganz gut funktioniert. Und dann sieht es manchmal auch ganz nett aus. Hier sind zum Beispiel die Arme. Die könnte ich jetzt grün machen, wenn ich das denn wollte. Ihr könnt aber auch so Kästchen auf einmal füllen, indem ihr hier am besten schon mal so eine Umrandung drum macht, um das Kästchen, das ihr gefüllt haben möchtet, mit der Farbe. Und dann nochmal auf diesen Eimer gehen und dann da reinklicken und dann habt ihr alles auf einmal gefüllt. Jetzt können wir uns noch vielleicht zwei Augen malen. Einfach da so Punkte reinsetzen. Vielleicht noch ein bisschen weiß. Und schon seht ihr, dass hier unten dann auch sich verändern. Gucken, wenn wir noch ein Smiley-Gesicht hinkriegen. Ja, und so könnt ihr euch dann halt eben so eine Figur zusammenmalen, wie ihr sie gern hättet. Und, ja, hier, bei dem Grünen geht das mit dem Schattentool. Jetzt kann ich es doch endlich mal zeigen. Das könnt ihr dann natürlich nach Belieben einsetzen. Ja, und dann geht ihr einfach auf, wenn ihr fertig seid, auf Save und speichert euch das Bild. Das ist dann auch, wie vorher schon bei diesem Assassin-Skin, den wir runtergeladen haben, eine Bilddatei, die endet auf PNG. Und die könnt ihr natürlich dann auch hier in eurem Profil auf Minecraft.net einfach hochladen. Ja, und ich hoffe, ich habe jetzt alles einigermaßen verständlich erklärt. Ihr könnt hier auch noch so einen Screenshot machen von der Figur. Und ich habe ja auf meinem Spieleblog auch schon zwei Figuren selbst erstellt. Und das ist dann hier so ein Screenshot davon. Also zum einen den Minecraft-Skin vom Garrett und einen von der Kate Archer. Das sind beides Charaktere aus einem Computerspiel. Und wenn ihr euch die runterladen wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen auf meinem Blog. Und da ist auch, findet ihr wie bei beiden Beiträgen auch nochmal den Link zum Skin-Editor. Aber wie immer, alle Links, die ich jetzt hier genannt habe in dem Video, stehen natürlich dann auch in der Videobeschreibung. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, ihr ladet euch irgendwo einen Skin runter, der euch gefällt. Das ist nur eine Bilddatei, ihr könnt das kostenlos runterladen und dann geht ihr auf Minecraft.net, loggt euch ein, geht auf Profil und ladet hier dann das Bild hoch. Und dann sollte es eigentlich auch in eurem Spiel drin sein. Ja gut, dann wenn ihr es selbst erstellen wollt, geht ihr in das Minecraft-Forum und dort könnt ihr euch den Skin-Edit runterladen. Den öffnet ihr dann über diese mcskinedit.jar-Datei und könnt hier dann fleißig drin rummalen und rumexperimentieren. Speichert den Skin und dann könnt ihr ihn auch wieder hier auf eurem Profil hochladen. Ja, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich für alle und es bleiben hoffentlich auch nicht ganz so viele Fragen jetzt übrig. denn es ist eigentlich gar nicht so schwierig, die Sache mit den Skins. Also ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dann.